In Deutschland haben die Klinikärzte an den kommunalen Krankenhäusern gestern eine Tarifeinigung erzielt. Sie bekommen mehr Geld, 2%. Sie bekommen auch mehr Geld für Bereitschaftsdienste und dann noch eine Einmalzahlung. Und damit sind sie eigentlich sehr zufrieden, heißt es. Und wie geht es den anderen Ärzten so? Fragen wir diese Woche. Und heute kümmern wir uns um die Sorgenkinder der Ärzteschaft. Das sind die Landärzte. Es will nämlich kaum noch jemand Landarzt werden. Das Land Nordrhein-Westfalen gibt deswegen schon jedem, der eine Praxis gründen will, irgendwo auf dem Land bis zu 50.000 Euro an Bonus dazu. Ist auch kein Wunder, viele junge Mediziner haben dazu keine Lust. Erstens, weil sie da auf dem Dorf sind. Zweitens, weil man damit nicht reich wird. Und drittens, weil man möglicherweise wirklich rund um die Uhr Bereitschaft hat für die Menschen, die dort auch in dem Dorf wohnen. Es gibt aber auch leidenschaftliche Landärzte. Bei solchen sind wir heute in Brochterbeck im nördlichen Münsterland. Judith Schulte-Loh sitzt dort im Wartezimmer. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo Anne. Im Wartezimmer waren wir schon gerade. Jetzt haben wir überlegt, wir gehen mal kurz durch den Hintereingang, nicht durch den Haupteingang in die Praxis. Aber auch hier kommen die Patienten hin. Zum Beispiel nachts. Dann müssen sie nur diese Klingel drücken und schon klingelt es am Bett von Herrn Dr. Klein. Und der kommt dann hier diese Treppe runter, denn Wohnen und Praxis ist zusammen. Das ist Gilla. Gilla ist der Jagdhund der Familie. Bisschen traurig gerade, müffelt ein wenig, war heute Morgen schon draußen im Regen. Deshalb das Müffeln ist leicht zu erklären. Ich zeige Ihnen jetzt, wie es hier weitergeht. Hier ist quasi ja, der hintere Bereich der Praxis, wo sowohl auch gearbeitet wird, aber auch eben Kaffee getrunken, um sich zu stärken. Denn hier in der Praxis ist einiges los. Hier ist die Anmeldung. 5 Mitarbeiter gibt es hier in dieser Praxis von Ulrike und Ludwig Klein. 2 Vollzeit, 2 Teilzeit und 1 Stundenkraft. 1800 Patienten insgesamt, habe ich gelernt. Stimmt das? Das stimmt, ungefähr. Wann ist es, Frau Fislage, besonders stressig für Sie hier und Ihre Kolleginnen in der Praxis? Die Wintermonate sind besonders stressig. Dann sind die Leute meistens mehr krank, dadurch, dass die im Sommer mehr aufs Feld gehen und Feldarbeit machen. Mhm. Und so nach Feiertagen wie letzte Woche, dann merkt man schon, dass es dann stressiger ist. Hier ist es eine besondere Nähe zwischen ja, sowohl Arzt und Patient als auch zwischen Ihnen, die Sie hier arbeiten. Sie wohnen nicht hier direkt im Dorf, sondern fahren zur Arbeit hierher. Ist das von Vorteil? Manchmal ja. Man trifft die Leute mal beim Einkaufen, aber sonst, man kann es schon ganz gut abschalten. Wenn die Patienten hierher kommen, gerade mit diesem persönlichen Zugang auch zu Ihnen, wie sagen die schon mal Dankeschön, also abgesehen davon, dass sie Dankeschön sagen? Die bringen mal ein bisschen ein paar Erdbeeren mit. Hat letzte Woche eine Patientin Erdbeeren aus dem eigenen Garten mitgebracht. Oder Blumen, frische ja. Blumen selber gepflückt. Oder also alles, was so genau. Praktisch ne, im eigenen, auf dem eigenen Hof oder so mit anfällt. Genau. Ich guck mal, wo die Ärzte sind, denn die Behandlungen haben ja schon begonnen. Danke Ihnen für den Moment. Als erstes schauen wir mal, zeige ich Ihnen, wo Frau Dr. Klein, Ulrike Klein ist. Sie hat hier ihr Sprechzimmer und ist gerade in einem Gespräch drin. Da wollen wir gar nicht weiter stören. Hier wird EKG gemacht. Dann, wenn wir hier lang gehen, Blutabnahme. Schönen guten Morgen. Wir wollen auch nicht weiter stören. Lassen Sie weiter arbeiten. Also Blutabnahme natürlich gerade am Morgen. Das Klassische, was in der Praxis passiert. Das hier ist das Sprechzimmer von Herrn Dr. Klein. Und hier ist er bei der Behandlung im direkt angrenzenden OP. Bei der Untersuchung. Schwieriger Fall, den Sie hier liegen haben? Nein. Ganz und gar nicht. Das war mal schwierig, aber wir haben ihn gut stabilisiert, schon über Jahre. Und das ist im Moment gut überschaubar. Wir machen nur regelmäßige Blutdruckkontrollen, weil der Blutdruck nicht immer so ganz hundertprozentig ist. 1800 Patienten für Sie und für Ihre Frau insgesamt in dieser Praxis. Da kommen Sie auch manchmal ganz schön unter Druck, oder? Ja, an sich ist die Arbeit überschaubar. Wir haben uns das zu zweit ganz gut eingeteilt. Und im Vergleich zu Krankenhauszeiten früher ist es an sich angenehmer. Wir haben doch eine überschaubare Arbeitszeit und haben auch mal Freizeit, haben auch viel Zeit für unsere Kinder gehabt, Gott sei Dank. Mhm. Und konnten das auch so überbringen, dass unser Sohn mittlerweile auch Mediziner ist. Aber Sie sind ja nicht nur in der Praxis, sondern zum Landarzt gehört natürlich auch, einen Hausbesuch zu machen. Und da führt der Weg zum Patienten manchmal sogar hier auf dem Land durch den Kuhstall. Hm? So ist es. Dann tun wir mal so, als ob wir Blutdruck messen. Ne? Das machen wir natürlich auch. Oh. Wo alt bist du jetzt? 92. Das ist ja kein Alter heutzutage, ne? Oder?
Ist kein Alter, das ist kein Alter mehr heutzutage, ne? Wie alt ist Onkel Adolf? 92 ist kein Alter mehr heutzutage, haben Sie gerade zu dem Patienten gesagt, den Sie gestern besucht haben. Haben Sie in erster Linie ja ältere Patienten? Nein, wir haben ein Spektrum, das geht vom Säugling bis zum 98-Jährigen. Ja. Also die älteste Patientin, die wir zurzeit betreuen, ist 98 Jahre alt. Und meine Frau macht auch viel Säuglinge, Kleinkinder. Also ganze Familien, und, ganze Generationen Familie. Werden natürlich betreut. Zum Landarzt und dazu hier zu arbeiten, habe ich gelernt, gehört auch dazu, in Vereinen Mitglied zu sein. Ob das nun die Tauben sind, ob das der Schützenverein ist. Ich weiß, dass Sie den Doktor aus dem Schützenverein kennen. Da sind Sie nämlich beide. Ist er ein guter Schütze? Das ist verständlich, ist er ein guter Schütze. Ah, das haben Sie mit ihm abgesprochen. Mit Sicherheit nicht. Wir haben über 20 Jahre zusammen gearbeitet und haben Feste vorbereitet, gerade die Schützenfeste. Es lief hervorragend und super. Ja, das heißt, als Landarzt hier draußen zu sein, Herr Dr. Klein, dann muss man dieses Dorfleben mit allem drumherum sehr lieben? Also ich habe es bei meinen Eltern erlebt, die sich, sagen wir mal, etwas distanziert im Dorf bewegt haben. Das hat mir als Kind nicht unbedingt gut gefallen. Wir haben den anderen Weg probiert. Wir haben versucht, uns im Dorfleben einzubringen, dort ziemlich aktiv tätig zu sein in allen Bereichen. Und ich muss sagen, es macht wahnsinnig viel Spaß nach wie vor. Okay, was aktiv sein in diesem Dorf für die Familie Klein bedeutet, dazu mehr dann in einer Stunde und damit erstmal zurück nach Köln. Bis gleich.